Guten Abend, wir gehen mit der Hessenschau ins Wochenende und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Eins unserer Themen heute: immer häufiger endet Kiffen im Krankenhaus durch verunreinigtes Cannabis. Und wir berichten vom Hafenfest in Marburg. Das startet heute und geht bis zum nächsten Wochenende. In Gießen sind heute die Betreiber eines Drogen-Online-Shops verurteilt worden. Deswegen beschäftigen wir uns ausführlicher mit dem Thema. Hier sehen wir Angeklagte heute Morgen im Gerichtssaal. Insgesamt waren es 7, die sich verantworten mussten. Mehr zum Prozess sehen wir gleich. Erstmal gucken wir auf die aktuellen Zahlen. Wie sieht es zurzeit eigentlich aus? Wie viele Menschen konsumieren illegale Rauschmittel? Welche sind das? Und wo bekommen die Konsumenten sie eigentlich her? Drogen im Internet kaufen wird beliebter. Noch macht der Onlinehandel aber nur einen Bruchteil der Drogendelikte aus, laut hessischer Kriminalstatistik. Und die Dunkelziffer ist natürlich unklar. Von rund 25.000 Drogendelikten in Hessen wurden nur rund 480 über das Internet abgewickelt. Auch die Drogenkunden werden statistisch erfasst, alle paar Jahre in einer repräsentativen Umfrage. Demnach haben 8,3% der Hessen zugegeben, illegale Drogen genommen zu haben. Mit Abstand am beliebtesten war Cannabis. Das haben 6,4% genommen. Zum Vergleich, das sind rund 251.000 Menschen. Psychoaktive Substanzen wie Heroin oder Kokain konsumierten 3,1% der Befragten. Bei Methamphetamin, also Crystal Meth, waren es 0,3%. Chemical Revolution, das klingt ziemlich hip nach einem selbstbewussten Startup-Unternehmen und so werden sich die Gründer wohl auch gefühlt haben. Im sogenannten Darknet, in dem Teil des Internets, in dem man lieber anonym bleibt, haben sie Drogen verkauft. Ihr Online-Shop lief richtig gut, aber Vater Staat fand das nicht so cool. Heute sind die Gründer in Gießen zu empfindlichen Strafen verknackt worden. Es geht um zentnerweise Drogen. 42 Kilo Cannabis, unter anderem 130 Kilo Amphetamin und 1 Kilo Heroin. Gedacht als heiße Ware im Online-Shop Chemical Revolution. Bestellung per Mausklick. Die Angeklagten wollten es ihren Kunden so einfach wie möglich machen. Ein Geschäftssinn, der 7 Männer jetzt ins Gefängnis bringt. Die Richter am Landgericht Gießen verurteilen sie heute zu Freiheitsstrafen zwischen 3 und rund 9 Jahren. Die höchste Strafe bekommt Daniel B. Der Initiator der Seite hat selbst Probleme mit Kokain und soll nach einiger Zeit in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Das Gericht hat angesehen, dass eine Maßregel notwendig ist und hat die Unterbringung angeordnet. Und das war ja auch klares Ziel der Verteidigung. Chemical Revolution wollte daherkommen wie ein ganz normaler Online-Shop, Rabatte und Sparaktionen inklusive. Ermittler der Hessischen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität und des Bundeskriminalamts schalten die Seite vor 2 Jahren ab. Damals gilt sie als größte Plattform zum Kauf von Drogen in Deutschland. Aufrufbar im Darknet, teilweise aber auch im Internet. Gezahlt wird in Bitcoin, die Beschuldigten werden festgenommen. Zum Prozessbeginn vor einem Jahr dürften sich einige der Angeklagten zum ersten Mal persönlich begegnet sein. Zuvor hatten sie teilweise nur Online-Kontakt. Trotzdem sieht es das Gericht heute als erwiesen an, dass sie gemeinsam Drogen von den Niederlanden nach Deutschland gebracht haben. Unter anderem im hessischen Ortenberg wurden die Drogen gebunkert, verpackt und an Kunden verschickt. Auch der Mann, der die Wohnung im Wetteraukreis angemietet hatte, steht heute vor Gericht. Wir werden nicht in Revision gehen angesichts der gehandelten Mengen, angesichts der vom Vorsitzenden zitierten Professionalität der Begehung. Ist eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 10 Monate. Durchaus akzeptabel. Rund 1 Million Euro sollen die Angeklagten so eingenommen haben. Die Quittung der Richter heute sind die langen Haftstrafen. Viele glauben ja, Kiffen wäre mittlerweile völlig okay. Das stimmt so nicht. Man darf bei uns zwar Cannabis rauchen, man darf es aber nicht kaufen, nicht besitzen und auch nicht verkaufen. Die Folge: gekifft wird trotzdem, aber gehandelt wird eben schwarz. Niemand kontrolliert das Zeug, das da angeboten wird. Und das hat immer häufiger richtig krasse Folgen. Es sollte eigentlich ein gemütlicher Joint zum Feierabend werden. Doch dann
Mir wurde schwindelig. Ich hatte so das Gefühl gehabt, nicht mehr geradeaus laufen zu können, was vorher wirklich nie der Fall war. Und ja, also wirklich weiche Knie, so als würde man einen Marathon gelaufen sein. So hat sich das angefühlt. Ja? Kurzatmigkeit hatte ich auch noch. Es war sehr unangenehm. Ich hatte echt Panik, dass ich am nächsten Tag nicht mehr aufwache, in dem Fall. Jan, dessen Namen ich zu seinem Schutz geändert habe, vermutet, dass sein Gras mit synthetischen Cannabinoiden versetzt war. Dabei handelt es sich um chemisch hergestellte Substanzen, die ähnlich wirken wie Cannabis, allerdings sehr viel stärker sind. Ich lerne ihn in einer Facebook-Gruppe kennen, die die Legalisierung von Hanf fordert. Während meiner Recherche schildern viele ähnliche Erfahrungen wie Jan. Nach 4 bis 5 Zügen trat eine extreme Wirkung ein. Ich hatte Herzrasen, Gleichgewichtsstörungen, Unwohlsein, ich zitterte, ich hatte Kreislaufprobleme. Also passt auf, was ihr konsumiert. Plötzlich klatscht es in den Kopf, ganz abnormal. Hat erstmal wie ein Kreislaufabsturz gewirkt. Dann wurde plötzlich alles ganz heiß und es fühlte sich an, als würde es nie wieder aufhören. Es ist von Sekunde zu Sekunde schlimmer geworden und wir dachten, es hört erst auf, wenn wir sterben. Wer nach dem Konsum von Cannabis heftige körperliche Reaktionen feststellt, kann sich anonym an den Frankfurter Verein Basis e.V. wenden. Denn immer noch ist der Besitz von Cannabis illegal. Hier wird eine Probe des vermeintlich verunreinigten Materials untersucht. Bisher ist es die einzige Stelle deutschlandweit, die Drug-Checking anbietet. Ich glaube, dass diese Möglichkeit, Substanzen untersuchen zu lassen, als Gesundheitsschutz für Konsumierende eine absolut wesentliche Geschichte ist. Dass Menschen Drogen nehmen, lässt sich nicht verhindern, aber... Viele junge Menschen, die gerade im Bereich der elektronischen Musik feiern gehen, konsumieren verschiedene Substanzen, ohne tatsächlich Probleme damit zu entwickeln. Und es geht dann doch eher darum, diese Leute auch sicher durch diese Zeit durchzubringen. Töge Linz und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen aber nicht nur ein Problem bei der Verunreinigung von Cannabis. Auch legale Stoffe würden immer wieder mit synthetischen Cannabinoiden versetzt. Also an Schulen haben wir im Frankfurter Raum und in Umgebung ein leicht anderes Problem, und zwar sogenannte Liquids. Also für eine E-Zigarette werden Liquids verkauft, sehr aggressiv zum Teil an junge Schüler. Sobald Eltern eine Rauschwirkung bei ihren Kindern feststellen, könnten sie sehr sicher sein, dass es sich nicht um einen harmlosen Stoff handelt. Der Sozialarbeiter rät deshalb... Ich denke, Eltern sollten schon sehr klarstellen, dass das eine gefährliche Sache ist. Aber sollten auch versuchen, mit ihren Kindern im Gespräch zu bleiben. Also ein reines Verbot und Druck und Androhung von du fliegst raus oder sonst was sind meistens keine große Hilfe. Die meisten, so die Erfahrung bei Basis e.V., würden das mit den Drogen glücklicherweise nach einer Zeit ohnehin von selbst wieder sein lassen. Jan aus Bayern hat nach seiner schlechten Erfahrung Konsequenzen für sich gezogen. Ich habe aufgehört zu kiffen. Also komplett. Ich habe es komplett sein lassen, weil da man hier in Deutschland ja nicht legal erwerben kann und man immer zum Dealer gezwungen ist zu rennen, habe ich damit aufgehört zu rauchen. Und wir gucken auf die aktuellen Corona-Zahlen in den Nachrichten jetzt mit Jennifer Siegler. Innerhalb eines Tages sind dem Robert-Koch-Institut RKI weitere 220 Corona-Infizierte gemeldet worden. 2 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die hessenweite Inzidenz ist auf 20 gestiegen. Mittlerweile sind in Hessen laut RKI 62% der Menschen einmal geimpft. Vollständig geimpft sind 52,89% der Menschen hier in Hessen. Und wegen der steigenden Infektionszahlen hat die Stadt Frankfurt nochmal die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Ab Montag sollen 20 Soldatinnen und Soldaten das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Infektionswegen unterstützen. Erstmal 6 Wochen lang. Die Soldaten waren erst Ende Juli aus Frankfurt abgezogen worden. Und weiter geht's mit einem Unfall beim Tanken. Eine 48-Jährige steht vor Gericht, denn sie hatte im Landkreis Kassel vergessen, den Tankstutzen wieder aus dem Tank zu nehmen und war losgefahren. Und obwohl sie den Schaden bemerkt hat, ist sie einfach weitergefahren. Uff, ganz Hessen stöhnt über die hohen Spritpreise. Aber so wird Tanken garantiert richtig teuer. Deckel auf, Rüssel rein, Bankkarte in den Automaten, Zapfsäule auswählen und dann... einfach wegfahren. Macht 15.000 Euro. So hoch ist der Sachschaden an der Selbstbedienungstankstelle in Luffelden. Die 48-jährige Fahrerin bemerkt das Malheur immerhin
und entschließt sich offenbar, so zu tun, als sei nichts gewesen. Eine Zapfsäule aus Versehen umzureißen, ist übrigens noch kein Verbrechen. In den strafrechtlich relevanten Bereich kommen wir dann erst, weil die Angeklagte dann sofort weitergefahren ist, nach Hause gefahren ist, nicht versucht hat, ihre Unfallbeteiligung feststellungsbereiten Personen mitzuteilen. Wenn sich vor Ort niemand findet, reicht in der Regel ein Anruf bei der Polizei. Aber einfach wegzufahren, das hat dann auch den Werkstattleiter der Tankstelle etwas auf die Palme gebracht. Sich den Schaden noch mal auszusteigen, den Schaden sich zu begutachten und sich dann in das Fahrzeug reinzusetzen und wegzufahren, das sehe ich auch schon als Dreistigkeit an. Heute stand die Fahrerin vor Gericht. Geldstrafe und 9 Monate Fahrerlaubnis weg. Die Beweislage in diesem Fall ist natürlich aufgrund der Videoaufzeichnungen ausgesprochen günstig. Fall erledigt, Urteil akzeptiert. Das letzte Wort hat die Angeklagte. Sie sagt, einfach blöd gelaufen. Lernen in den Sommerferien und das nach dem anstrengenden Corona-Schuljahr. Oh je, wo die Schüler doch viel zu Hause alleine lernen mussten. Aber wer das nicht so gut hinbekommen hat, dem bleibt vielleicht gar nichts anderes übrig. Die Landesregierung hat das Programm Löwenstark gestartet. Dazu gehört auch das Projekt Deutschsommer. Da wird fleißig an den Sprachkenntnissen gefeilt, zum Beispiel in Gießen. Was? Deutschland zu! Wer bist du? Sehr gut, schön bleiben, bedrohlich sein. Sich etwas trauen und mutig sein, spielerisch besser Deutsch lernen. Auf der großen Bühne, ganz ohne Angst. Also ich habe das mir getraut, das war auch leicht und nicht so schwer. Ein eigenes Theaterstück haben Islam und ihre Freunde geschrieben, auf der Grundlage von Jugendbuchklassiker Ronja Räubertochter. 3 Wochen lang wird geprobt. Geht mal was schief? Egal. Manchmal habe ich etwas vergessen, aber danach wieder richtig gut gesagt. 15 Kinder sind in der Gruppe, alle aus der 3. Klasse. Ausgewählt wurden sie von ihren Lehrerinnen und Lehrern. Deutschsommer heißt das Projekt. Das Ziel, die Sprache verbessern. Ganz viele haben Probleme mit Artikeln. Und dann machen wir Spiele mit der, die, das Spiele, um irgendwie zu begreifen, was ist denn jetzt der Baum, das Baum, die Baum. Und diesen spielerischen Ansatz verbinden, um quasi Deutsch zu lernen, das ist so das Mittel dann letztlich. Ihr könnt nicht mal konjugieren. Natürlich. Gib uns doch ein schwaches Verb. Schimpfen. Ich schimpfe. Du schimpfst. Er schimpft. Den Deutschsommer gibt es seit 15 Jahren. Jetzt gehört er zum Programm Löwenstark. Damit will das Kultusministerium die Corona-Defizite der Schülerinnen und Schüler aufarbeiten. Für manche heißt das Lehrstoff nachholen, für andere aber eben auch die Sprache aufpolieren. Hier gilt es, gemeinsam zu wirken, aber auch immer eine Anbindung vor allem an den schulischen Bereich. Denn unsere Lehrkräfte wissen auch vor Ort am besten, was jetzt auch mögliche Förderbedarfe von Schülerinnen und Schülern dann auch sind. Es gibt Angebote in den Schulen und in der Freizeit. Dazu gehören beispielsweise auch die Lerncamps. Corona hat große Lücken gerissen, die Politik versucht sie zu schließen. Wer welche Förderung benötigt, entscheiden vor allem die Schulen. Bildungsforscher sind sich aber nicht sicher, ob das so gelingen kann. Wir haben nicht mal genug Lehrer, um den Unterricht überall zu erteilen und fragen uns jetzt, wo soll denn das Personal herkommen, das einspringt, das zusätzlich diesen Kindern in Form von Förderunterricht Hilfen gibt. In Hessen fehlen nach Schätzungen der Lehrergewerkschaft allein im Grundschulbereich mehrere hundert Lehrkräfte. Im Deutschsommer engagieren sich ausgebildete Pädagogen und viele, die noch studieren. Für Islam und ihre Freunde macht das offenbar keinen Unterschied. Lieber hier auf der Bühne stehen, als zu Hause vor der Glotze sitzen. Die Königin. Erste Aufgabe, Eier legen. Und Eier raus. Sehr gut. Ich bin richtig froh und ich bin stolz auf mich und auf die anderen. Nach den Ferien geht's mit dem Programm Löwenstark erst so richtig los. Allein dieses Jahr gibt's dafür rund 60 Millionen Euro von Bund und Land. Pro Schüler sind das allerdings nur knapp 100 Euro. Auch für Islam, die dann in die 4. Klasse kommt. Ja, das Lernen scheint ja da Spaß zu machen. Lange haben wir auf Volksfeste verzichten müssen. Auch das Hafenfest in Marburg ist letztes Jahr ausgefallen. Jetzt findet es wieder statt und unser Kollege Arne Bartram ist dort. Arne, merkt man was von Corona-Einschränkungen oder spielt das gar keine Rolle?
Also ein paar Regeln hier gibt es natürlich schon zu beachten, aber zum Großteil hier ist das einfach fast so ein bisschen Gefühl wie vor Corona. Wir schauen uns einfach mal an, was es hier alles so gibt. Das sind über 30 Buden, natürlich mit Essen, Trinken, aber auch viele Fahrgeschäfte. Auf den Wegen hier, wenn man sich hier bewegt, da muss man natürlich hier jetzt keine Maske aufhaben, zum Glück. Da können die Abstände eingehalten werden. Aber da, wo man eben keinen Abstand einhalten kann, eben zum Beispiel auf den Fahrgeschäften, da muss natürlich trotzdem eine Maske getragen werden. Ja, und bei mir ist Marburgs Oberbürgermeister Spieß. Herr Spieß, das erste Volksfest hier für Marburg seit über einem Jahr. Wie wichtig ist das hier für die Stadt? Also ich glaube, es ist vor allen Dingen für die Menschen dieser Stadt oder für viele Menschen dieser Stadt sehr wichtig. Wir haben ja im letzten halben, dreiviertel Jahr sehr deutlich gespürt, wie der Verlust von Kontakt, von miteinander zu tun haben, von Party, Freizeit, Geselligkeit, Gemeinschaft an den Menschen gezehrt hat. Und mit dem Marburger Hafenfest, wo ich sehr dankbar bin über die wunderbare Arbeit der Schausteller in der Kooperation mit dem Ordnungsamt, mit dem Gesundheitsamt, haben wir einen Weg gefunden, dafür unter kontrollierten, möglichst sicheren Bedingungen eine Gelegenheit zu bieten. Ich glaube, das ist eine gute Sache und es ist allemal besser, als wenn sich in den Parks dann große Gruppen Jugendlicher finden. Niemand weiß, wer da zusammen war, wenn 30 Menschen im Keller zusammensitzen. Dann ist es besser, wir schaffen ein Angebot, an dem das Ganze strukturiert stattfinden kann. Und ich bin sehr froh, dass uns das gelungen ist. Vielen Dank. Ja, das Ganze heißt ja hier Hafenfest. Wir gucken uns jetzt mal an, wie das hier aussieht. Hafen ist vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen übertrieben. Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Spieß. Aber das Ganze hier ist an der Lahn, ein kleines Gewässer. Ein Anleger hier, der reicht vielleicht für ein Ruderboot. Aber der Name, ja, klingt trotzdem ganz nett. Das Ganze hier, wir haben es schon eingangs gesagt, ist natürlich ein bisschen auch um Corona, soweit es geht, vergessen zu können. Aber natürlich ist es trotzdem ein Thema. Deswegen gibt es hier auch eine ganz besondere Corona-Aktion, und zwar eine Bratwurst-Aktion. Wer an diesem Wochenende ins Marburger Impfzentrum geht und sich hier impfen lässt, der bekommt einen Gutschein, um eben hier auf dem Fest eine gratis Bratwurst oder Getränk zu bekommen. Und die Idee hier, die hatte der Veranstalter, Herr Ahlendorf. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Eigentlich durch den Fernsehen. Da hat man mitgekriegt, dass die Impfbegeisterung der Menschen nachgelassen hat. Und da habe ich mir so meine Gedanken gemacht, ob man etwas dazu beitragen kann, um da was mit aufzupeppen. Da habe ich unseren Oberbürgermeister angerufen, ob er sich das vorstellen kann, ob man hier ein Impfzentrum, also ein kleines im Zelt hier aufbauen könnte. Gut, das war eigentlich schon die Idee nicht schlecht, aber es war dann nicht umsetzbar mit den Ärzten. Und dann hat sich dann die Landwirte mit eingeschaltet, dass man das nicht über das Impfzentrum machen könnte und dass man da Gutscheine hingibt und die Leute dann von da aus, wenn sie geimpft sind, hierher kommen können und sich ihren Gutschein hier einlösen. Alles klar, vielen Dank. Ja, das Fest geht noch bis nächste Woche Sonntag. Und Andreas, wenn du jetzt noch Lust hast, ich gebe dir eine Bratwurst aus. Hafenfest ohne Hafen. Vielen Dank, Arne Bartram. Ein Mann hat gestern Abend in Fuldabrück eine extrem betrunkene Autofahrerin gestoppt, bevor Schlimmeres passieren konnte. Nochmal Nachrichten mit Jenny. Dem Mann war die Frau im Mazda aufgefallen, weil der Wagen Schlangenlinien fuhr und in den Gegenverkehr geriet. Als der Mazda dann an einer Ampel hielt, stieg der Mann aus, öffnete die Fahrertür und zog einfach den Schlüssel ab. Die 54-jährige Fahrerin hatte 4,4 Promille und muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. In Kassel hatte gestern der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Jetzt ist der mutmaßliche Brandstifter in der geschlossenen Psychiatrie. Der 36-jährige Bewohner des Hauses hatte gestern selber bei der Polizei angerufen und gestanden, den Brand gelegt zu haben. Alle 9 weiteren Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Der Schaden liegt bei 100.000 Euro. Ja, mit der Goldmedaille hat es leider nicht geklappt. Bei den Olympischen Spielen haben die deutschen Tischtennismänner um den Odenwälder Timo Boll aber Silber geholt. Timo Boll und seine Teamkollegen Dmitri Ovtcharov und Patrick Franziska haben gegen China verloren mit 0:3. China ist bei Olympia weiterhin ungeschlagener Seriensieger. Für Deutschland war es aber immerhin das beste Ergebnis seit 2008. Das war's von den Nachrichten. Zurück zu Andreas. Das hier ist Sascha Mockenhaupt, Spieler beim SVW in Wiesbaden. Eigentlich würde er noch lieber das Trikot von Borussia Dortmund tragen. Das ist nämlich sein Lieblingsclub, für den er schon als Kind geschwärmt hat. Wir haben das mal so montiert. Aber immerhin, morgen spielt er gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Und damit Sie sehen, wie er sich darüber freut, zeigen wir erstmal ein Video, das er während der Pokalauslosung aufgenommen hat. Ich habe so Puls.
Ich hab so Puls. Borussia Dortmund. Niemals. Oh mein Gott! Yeah! So hört es sich an, wenn der Kindheitstraum endlich in Erfüllung geht. Sascha Mockenhaupt. Schon seit er klein ist, trägt er die Vereinsfarben des BVB. Als Fan. Dabei ist er mittlerweile Kapitän des Fußball-Drittligisten Wien Wiesbaden. Für den gebürtigen Westerwälder ist das Pokalspiel am Samstagabend gegen den BVB ein bedeutender Moment. Absolute große Liebe von mir schon immer gewesen. Und ja, ich war auf der Meisterfeier, ich war beim DFB-Pokalspiel damals in Wirges, Autogramme sammeln. Also ja, ich habe eigentlich alles mitgemacht, war auch schon oft auf der Südtribüne. Für mich ist das schon was ganz Besonderes. Respekt, ja. Ehrfurcht, nein. Mit dieser Einstellung möchte der Kapitän das Match gegen den amtierenden Pokalsieger um Stürmerstar Erling Haaland bestreiten. Das wird einfach surreal auch ein bisschen werden, weil ich normalerweise da im Stadion die Jungs anfeuere oder halt vom Fernseher. Und sich dann mit denen messen zu dürfen, ist einfach für mich ja, super interessant. Auch Wien Wiesbaden Cheftrainer Rüdiger Rehm sieht für das Pokalspiel gegen den großen Favoriten aus dem Ruhrgebiet die Chance, die Sensation für Fans und Verein zu schaffen. Ich glaube, das Besondere ist einfach DFB-Pokal. Das Besondere ist natürlich der Gegner Borussia Dortmund für uns als Verein auch. Und wir wissen auch, dass ein richtiges gutes Kaliber auf uns zukommt. Ja, und wir wissen aber auch, dass es immer eine kleine Chance gibt. Und genau diese wollen wir nutzen. Wir werden keine 10 von 10 Spielen gegen Borussia Dortmund gewinnen. Aber vielleicht können wir eines so gestalten, dass man als Sieger vom Platz gehen kann. Und genau das müssen wir am Samstag versuchen zu erreichen. Und dieses Spiel wollen wir am Samstag abliefern. Als Verteidiger wird es Mockenhaupt vor allem mit dem bulligen Angreifer aus Norwegen zu tun haben. Eine Herkulesaufgabe. Dank gutem Rat aus der Familie wahrscheinlich kein Problem. Mein Sohn hatte eben beim Essen noch eine Riesenidee. Der meinte einfach, wenn Haaland wegläuft, soll ich ihm hinterherlaufen und ihn umgrätschen. Da werde ich mich vielleicht dann dran orientieren. Egal wie das Spiel morgen ausgeht, eins ist klar. Der Kindheitstraum vom Spiel gegen den Lieblingsclub wird für Sascha Mockenhaupt morgen endlich wahr. Ich weiß nicht, trägt im Moment außer Atze Schröder noch jemand künstliche Dauerwelle? In den 70ern war das ja der Hit von Olivia Newton-John aus dem Film Grease bis zu Toni Marshall. Alle hatten eine Dauerwelle. Na und Fußballer sowieso. Ist das jetzt schon wieder schön oder ist es einfach nur furchtbar? Wir haben den Film aus unserem Archiv zum Thema von 1979 zwei Frauen gezeigt. Einer jungen und einer, die die Zeit miterlebt hat. Was ich davon erwarte, dass ich ganz lustige Frisuren sehe. Die schlimmsten Frisuren, die Männer gehabt haben. So ein bisschen streng gestriegelter noch, aber gar nicht mehr so streng. Selina Ibrahim studiert Tanz und Gesang. Um Dauerwellen muss sich die 24-Jährige keinen Kopf machen. Dagmar Kasube, 71 Jahre alt. Für die ehemalige Versicherungskauffrau war Mode schon immer ein Thema. Ja, so ein schöner Mann, süßer Mann, starker Mann. Den kenne ich auch noch. Also mein Mann hat früher auch Dauerwelle gehabt. Alle Männer hatten Dauerwelle. Coiffeure und Coiffeusen aus dem In- und Ausland haben auch in diesem Jahr wieder regelmäßig zum Frühjahrsputz etwas auf jeden Neues. Fall sehr viele Schnauzer. Ach, du liebe Gott. Die Emanzipation des Mannes macht schon lange nicht pudelig aus. Und so dann haben sie onduliert und Wahnsinn. Zum Glück ist das nicht mehr so in Mode. Ja, so war das halt, es war halt modern. Aber die Männer haben das nur für sich gemacht, weil die Frauen fanden es alle blöd. Ja, ich finde es total lustig, aber auch echt schön irgendwie, dass Männer sich da auch trauen. Ach du grüne Neune. Mein Geschmack ist es nicht. Oh, wie furchtbar. So heißt es in den offiziellen Wettbewerben. Ganz furchtbar. Dass die Frisur die männliche Ausstrahlung unterstreicht. Und dann der Schnurrbart noch dazu. Damit auf das markante, freigeschnittene Ohr unter Schere und Hitze nicht leidet, haben die Modelle zum Teil Löffel? Suppenlöffel ja. gemacht. Die WM 72, da hatten alle Fußballer durch die Bank weg Dauerwellenfrisuren. Von Tante Käthe über Meier, Müller, Beckenbauer. Stirn frei, Nacken frei, Ohren frei. Strukturumformung, Dauerwellen für Herren. Die Dame, der im Winter die Haare gewachsen muss bestimmt auch ewig gedauert haben. Aber auch im Alltag. Und auch, dass das hält. Anklang an die 50er Jahre. Und was ist das? Papillotten heißen die Dinge da, die da im Haar hat.
Apropos Dauerwelle, sie soll in diesem Jahr übrigens nicht mehr so dauerwellig wirken, sondern eher, als sei alles so gewachsen, natürlich. Ganz natürlich, super natürlich, eigentlich wie heute auf Instagram alles natürlich ist. Sehr natürlich, ja. Und da ist auch schon der Haarimport aus Frankreich, Disco-Haarmode. Schick. So eine Außenrolle hatte ich auch mal. Dann immer ganz arg nach außen gedreht. Unten. In einem, das ist offensichtlich, sind die Damen den Herren überlegen, was die Haarfülle anbetrifft. Was macht denn nun ein Herr, der nicht mehr genug Haare hat? Der ist aber ganz hübsch, ne? Der gerne eine modische Frisur tragen möchte, mit Umformung und kein Haarvolumen mehr hat, der greift eben zum Toupet. Toupet? Wer von Ihnen dreien trägt denn nun ein Toupet? Der ganz links und der rechts vielleicht? Der mittlere, hm? Oh! Ah nee, gerade der mittlere nicht. Ich hatte recht. Übrigens, das Besondere an den neuesten Toupet-Modellen, man kann sie, wenn sie heruntergefallen sind, auch ganz schnell wieder aufsetzen, ohne dass jemand etwas merkt. Sehr schön, hat mich an alte Zeiten erinnert. Weil ich teilweise, glaube ich, selbst so ausgesehen habe. Also es hat mich doch dann schon sehr an so meine Oma-Frisur erinnert. Ja, welcher Fußballer war nochmal Tante Käthe? Genau, Fußballweltmeister und Fußballidol Rudi Völler aus Hanau, der schon in jungen Jahren völlig ergraut war. Das soll ja vorkommen. Nach dem Wetter und der Tagesschau sehen Sie bei uns den Schwarzwald erleben. Ist vielleicht noch mal ein Tipp für Kurzentschlossene. Mit Schwarzwälder Kirschtorte habe ich auch im Trailer gesehen. Also es wird auch lecker dort. Schmeckt auch ohne Dauerwelle. Und um 21.45 Uhr gibt es auch noch mal die Hessenschau, wenn Sie mögen. Tschüss, schönen Abend. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Hattest du mal eine Dauerwelle?